Alle Männer sind für immer gay. Alle Männer und Boys sind immer gay. Alle Männer und Boys sind immer gay. Und Resonanz, Digga. Krank. Kranke Resonanz, Digga. Hört sich schon mal nicht schlecht an. Check. Ey, 2020 war ein hartes Jahr. Es ist viel zu viel passiert, doch wir sind noch da. Ich bin da, was? Um darüber zu rappen, um zu rekapitulieren, what the fuck did just happen? Es fing an, als man hörte, dass in Wuhan von Tag zu Tag immer mehr Leute krank waren. Covid-19, Corona, so die Real Pandemie. Talk, aber in meinem ganzen Leben gab es so etwas noch nie. Langsam wurde klar, jetzt ist die Bedrohung echt. Leute machten Hamsterkäufe wie in einem Zoogeschäft. Es gab kein Klopapier und keine Nudeln mehr. Guck. Corona-Phase komplett. Real Talk, ja, Digga. Es gab keine Klopapier. 2020. Keine Fußballspiele, ne? Keinen Jubel mehr. Die Regierung sagte keinen Grund zur Panik. Aber das sagte auch der Captain der Titanic. Dann kam der Lockdown und die Maskenpflicht. Social Distancing und Geschäfte machten dicht. Firmen fragten sich, was sollen wir tun jetzt? Es gab Homeoffice, Kurzarbeit, Zoom-Chats. Und es gab finanzielle Hilfe von dem Staat. Aber 1000 Euro helfen dir nicht weiter, es ist hart. Viele Leute kicken. Also, Real Talk. Heftig, ich bin gar nicht gewohnt von ihm, Digga, was geht ab? Ist man nicht von ihm gewohnt, hört sich auch nicht schlecht an. Krass, ja, wirklich. Also, was geht ab da? Und dass er das versucht, so zusammenzufassen, hat sich mir. Ist auch gut, auf jeden Fall. Überleg mal, für seine Gefolgschaft. Man denkt dann so im Folgen nur Idioten oder Asis vielleicht oder so, keine Ahnung was, also ne, no front, aber so, aber er liefert auch sowas ab für seine Leute, ne, und so, und die Leute hält auf dem Laufenden noch. Ja, gucken wir mal, ne, also 2020, wie er geschildert hat, hat mit Covid angefangen, es war nicht immer einfach, gucken wie es jetzt weitergeht. Kritisierten die Politiker, Verschwörungstheoretiker sind wieder einmal tätig, ja. Like. Leute leugnen den Krank. Ne? Bisschen Echo. Was von Echo und Sido. Das ist ein bisschen Echo-mäßig, ja. Krankheitserreger, heutzutage gibt es viele Aluhutträger. Ich muss den Shit hier auflockern mit Humor, denn dieses Jahr war alles anders. Änderung ist auch, also der Beat ist jetzt auch ein bisschen anders. Ja. Ne, da kommt ein bisschen Steigerung, ist gut. Als Funny nie zuvor gab es so viele Tragic Events in einem Bier. Kobe Bryant ist gedeiht, er ist leider nicht gedeiht. Mehr hier, damn. Kobe Bryant ist gedeiht. Mix aus Deutsch und Englisch. Ja, rest in peace, Bro. Ja, Mann, ich glaube, einer der ersten Promis in diesem Jahr, die dann verstorben sind, oder? Ich weiß nicht mehr genau, ja, aber. Auf jeden Fall, das war auch ein harter Rückschlag. Mhm. Mit seiner Firma, ja. Ja. Rest in peace, Kobe Bryant, er ist gone, leider. Und der Schmerz sitzt tief wie ein Lowrider. To live and die in L.A., yeah, Pop Smoke. Er ist viel zu früh gegangen, jetzt ist Pop tot. FBD Duck, rest in peace, Duck. Er wurde auch auf einer Straße, er schießt, fuck. Er schießt, fuck. Freut in Minnesota, die Police hat ihn mit dem Knie im Nacken umgebracht. Rest in peace, ey. Ja, stimmt, ne? Ja. Einer nach dem anderen, ey. Das war ja das mit dem Dings. I can breathe. Ja. Sieht mir schwer im Magen, denn was soll ich sagen? Es fühlt sich so an, als würden Polizisten Schwarze jagen. Black Lives Matter. Vor allem, das war ja schon vorher so in Amerika, Digga. Und dann ist so ein Fall dann berühmt geworden und hat dann auch die Masse bewegt. Und was das dann bewirkt hat, das haben wir ja dann gesehen. Ja, das Fass einfach zum Überlaufen gekommen. Sehr viele Demonstrationen, sehr viel Unruhe, so ein bisschen revolutionmäßig. Krankes Jahr eigentlich, ne? Ey, wirklich. Man weiß nicht, ob es besser wird oder noch schlimmer wird. Genau, jetzt, manche sagen ja auch, 2021 wird genauso schlimm. Oder noch schlimmer, ja. Das ist krass, ey. Wir müssen uns verbessern und das nicht erst ab morgen, warum nicht schon gestern? Die NBA-Season ging weiter in der Bubble. Lou Williams ließ sich heimlich raus und bekam Trouble. Er war bei Magic City wegen diesen Chicken-Binnen, aber Leute meinten, er war dort wegen den Stripperinnen. LeBron James und die Lakers holten sich den Ring. 17 Jahre in dem Game und noch immer King. 6ix9ine kam nach Haus und dann gleich sofort brach er den Instagram-Live-Rekord. Seine Fans geben keinen Fick, dass er gesnitcht hat. Denn sie lieben nicht nach dem Street-Code, die Kids da. Da hat sich doch auch versucht, so ein bisschen Manuelsen mit einzumischen. Er hat doch dann auch versucht, mit 6ix9ine irgendwas zu bewirken. Ich glaube, da war er in den Zeilen, weil er irgendwas gegen 6ix9ine gesagt hat. Digga, tief, Alter. Wollen einfach nur von Rappern entertained werden, während manche Rapper sterben oder auch im Jail enden. Tekashi hat dann sein Album gedroppt und ohne Industrie-Support ist sein Album gefloppt. Damn, wenn er nicht zurückbounce mit neuen Hits. Ja, genau, das war auch so ein Ding, das habe ich immer verfolgt, weil ich feier 6ix9ine so. Und der hat so einen Track gedroppt, das war ein richtig kranker Track, der hat auf Spotify und so überall alle Rekorde gebrochen. Mhm. Aber in den Charts, in den amerikanischen Charts, ist das gar nicht, ist glaube ich Top 2 nur gekommen.
Und da war so eins von Justin Bieber und, wie heißt die denn? Ariana Grande. Deren Lied zusammen ist Platz 1 gegangen. Und dann ging da so ein Ding los. Weißt du, warum? Nur weil, ne, weil er jetzt keinen Support kriegt mehr von den Medien, also von den, wegen seiner Snitch-Leitung, wegen Gefängnis und so bla, weißt du? Und Justin Bieber und Ariana Grande halt so gut dastehen, werden die halt bevorzugt so auf den, weißt du? Ja, stimmt, ne? Und dann hast du dann sein auch Album dann später richtig gefloppt auch und so dann. Ja, und jetzt dann frage ich mich, wie lange sich die Bodyguards noch leisten kann. Rest in Peace, Cliff Robinson und Black Panther. Ich kann nur eine Sache sagen, und zwar fuck Cancer. Lass mich kurz überlegen, was waren so die Trends. Also, dann, als ich die Nachricht gelesen habe mit Black Panther, boah, das heftig, hat mich schon ne? erwischt. Aber hab gar nicht mitbekommen, dass er Krebs hat oder so. Voll heftig, ne? Ja, ich weiß nur, dieses Alter, dieses eine Bild auf Instagram dann gepostet hat, wo er so richtig dünn aussah, hat ihn jeder krass. Fertig gemacht. Und da hat er schon Krebs heftig, und hat er den schon bekämpft. Und dann dachte ich mir, oh, der Arme. Heftig, der, ne? Ja, Mann. Stell dir mal vor, du postest so ein Bild auf Instagram. Und du noch gemacht dann so, ne? Hier sehe ich vielleicht einigermaßen gut aus und dann wird man so weggewäscht. Ja, ist krass. Ja, wirklich heftig, ne? Er hat auch richtig so, er war richtig prägend, ne? Auf jeden Fall auch wieder für schwarze Menschen so. Vor allem so kurzer Zeit war auch so prägend auch. Er hat auch vielen Kraft neu geschenkt und so. Und man hat gesehen, ne, so hier Wakanda Forever. Das war schon krass, wirklich. Er hat krass was ausgelöst gehabt. Ja, ist jetzt schwierig, auch die Rolle neu zu besetzen oder so, ne? Also man kann jetzt nicht einfach so einen umtauschen, so vom Ding her, aber tja, ja, so ist das Leben, Alter. Menschen gehen. Bad Bitches wurden rich wegen OnlyFans. Sogar Rapper hampeln jetzt herum auf TikTok. Aber das hat nicht mehr viel zu tun mit Hip-Hop. Ein Mann auf einem Skateboard mit Cranberry Juice ging viral, denn das Video war very smooth. Little Baby, aber hotter als. Aber das ist, ne, 2020 war das Jahr von TikTok, glaube ich. TikTok, ne? Und OnlyFans. Kennst du das OnlyFans? Nee. Das ist so, da haben sie sich so voll für die YouTuber und Blogger und so ein Kram. Irgendwelche so, also ansatzweise bekannte Leute. Das ist so eine Seite OnlyFans, dann können da deine Fans, du kannst so Bilder posten, da, also verkaufen, deine Bilder verkaufen und deine Fans bezahlen. Ach so, für die Bilder. Ja. Und dann haben angefangen, so ein paar Blogger oder keine Ahnung was, so ein bisschen nackt und so, dies, das, weißt du? Da hat doch auch diese eine Badewasser, wo sie sich reingesetzt hat, verkauft. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Und dann, ja, die Leute bezahlen dann dafür, dass sie dann ein bisschen Haut sehen von ihr und so. Und die sind dann so berühmt geworden auf einmal dann, weißt du? Und rich dadurch, ja. Frittierfett, seine Lieder gingen steil wie ein Learjet. Tory Lanez und Meg Thee Stallion waren in den News. Angeblich schoss Tory Lanez Megan in den Fuß. Plötzlich fielen alle über Tory Lanez her. Und er wurde überall geblackballed im Game, yeah. Lil Boosie, dieser G, war schockiert, denn sein Instagram-Account wurde deaktiviert. Wow, also sprach Lil Boosie ein paar klare Wörter. I need my Instagram back, Mark Zuckerberg. Es gab noch mehr Drama. Er hat auch sehr viel recherchiert. Wer weiß, aber vielleicht ist es auch genau sein Game. Vielleicht sitzt er den ganzen Tag, aber macht nichts anderes, außer den Kram zu chillen. Weil er ist auch so ein Baller, also er ist immer so am Basketball spielen und so. Ja. Deswegen kennt er sich viel mit NBA und so aus. Und er macht viel, also er hat ja angefangen mit diesem ganzen amerikanischen Drip und so hier, ne? Also überhaupt, bevor, ich glaube schon, wann hat er damit angefangen? 2010 oder so hat er damit schon angefangen, glaube ich. Mhm. Wo noch alle gelacht haben und dachten, nie im Leben wird das irgendwie bekannt oder berühmt, weißt du, so mäßig. Und mittlerweile macht das jeder. Aber er ist da voll in dem Game, glaube ich, drin. Deswegen kennt er sich da gut aus. Hat er nicht schlecht gemacht bisher. Mhm. Er wurde angeschossen in der Hood in Dallas. Junge G's sind am Scammen, all keine Tricks. Für die Iced Out Chains und Designer Kicks. King Juan ist gedeiht im November. Und zwar bei einer Schießerei in Atlanta. Das ist fucked up. Er war talentiert. Aber ich glaube auch, so viele Rapper sind in der letzten Zeit an Schießereien gestorben. Ja. Dieses Jahr auch. Das ist nicht auch Juice WRLD und so dieses Jahr auch gestorben oder letztes Jahr? Juice WRLD. Ich glaube dieses Jahr. Dieses Jahr auch, oder ich weiß gar nicht. Juice WRLD. Aber auch. Heftig. Ja. Und da weiß man auch nicht, da gehen auch einige Theorien rum, ob das wirklich Schießereien waren oder halt höhere Leute. Ja, krass, ne? Tja. Und er hätte viel erreicht, wäre das nicht passiert. Die Leute in den USA mussten sich entscheiden. Und der neue Präsident wurde Joe Biden. Je mehr sich ändert, desto mehr bleibt the same. Drizzy Drake ist noch immer Nummer. Je mehr sich ändert, desto mehr bleibt the same. Aber vom Ding her, weißt du so? Also, nur weil sich etwas anders halt nicht, dass es anders wird, ne? Sondern es kann sein, dass es genau so bleibt dann einfach. Ja, ne? Im Endeffekt suchen die nur einen neuen für den Posten, aber da sind ein paar hinter den Kulissen, die Stränge ziehen.
Eins in dem Game, ey. Und insgesamt war das Jahr zwar depressing, aber jeder Tag, an dem wir aufwachen, ist ein Blessing. Es sind auch viele gute Dinge dieses Jahr. Weisheit des Jahres, ja, Jahres, glaube ich, ne? Ja, Digga. Jeden Tag, wenn wir aufwachen, Digga, ist trotzdem ein Segen, Digga. Ist egal, so, ja, wie scheiße ja das Jahr auch war. Ist so. Krass. Ja, passiert, also liebe ich im Moment, denn morgen ist nicht garantiert. Ey, 2020 war ein hartes Jahr. Es ist viel zu viel passiert, doch wir sind noch da. Ich bin da, um darüber zu rappen, um zu rekapitulieren, what the fuck did just happen. 2020 war ein Jahr zum Vergessen, aber... Bald Feature mit Alpagan, oder was? Wir werden das Jahr nie vergessen. Wrap up. 2020 war ein Jahr zum Vergessen, aber wir werden das Jahr nie vergessen. Wrap up. 2020, Money Boy, yeah, and I'm out. Krank, Digga. Ja, krank der Ball. Ja, Digga, ein Jahr zum Vergessen, was wir niemals vergessen werden, Digga. Krass, Digga. Kann man auf jeden Fall Like da lassen. Kann man auf jeden Vor allem auch Platz 12 in den Trends. Ja, mehr als verdient, auf jeden Fall. Richtig stabil. Jeder Tag, an dem wir aufwachen, ist ein Blessing, Digga. Ja, das ist das. Recap 2020, krass, Digga, ja. Ja, also starker Track, wie ich fand. Nicht gewohnt von Money Boy. Na, Mann. Dass er auch sowas abliefern kann. Ging auch flüssig, dafür, dass das 5 Minuten lang ging. Einiges an Informationen wieder herausgesucht. Yeah!